Früher waren Hinrichtungen auf öffentlichen Plätzen ein Riesenspektakel. Heute ist die Todesstrafe längst abgeschafft, aber es gibt immer so aktuelle Fälle, wo die Volksseele hochkocht und man fordert, ganz schwerwiegende Verbrecher mit dem Tode zu bestrafen. Aber lässt sich das überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbaren? So Kindermörder und Vergewaltiger und so, der hasst sich auf jeden Fall wie die Pest. So, am besten so was direkt weg so. Ganz klar dagegen, der Staat darf sich nicht zum Mörder machen. Und ich meine, dafür müsste ja auch eine Grundgesetzänderung her. Und ich sehe einfach die Notwendigkeit nicht und ich kann es nicht verstehen. Ich habe hier so ein Grundgesetz, da steht oben der Artikel 1, das sind die Grundrechte, Schutz der Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das weiß ich noch. Ja. Was ist Würde? Ja, also... Die Würde des Menschen ist ja nicht nur irgendwie was Psychisches, sondern auch was Physisches. Man soll ja auch niemanden verletzen körperlich, deswegen soll auch niemand getötet werden. Ich denke nicht, dass das Gericht oder ein Land, also ein Gericht repräsentiert ja immer die Meinung des Landes, dass die da bestimmen dürfen, ob ein Mensch zu sterben hat oder leben darf. Und ich glaube, das ist halt die Menschenwürde, die halt unantastbar ist. Ne? Also ich weiß nicht, ich finde Todesstrafe, es ist einfach... Es hat was von Diktatur. Ja, es hat was von Diktatur. Es ist ausschließlich dieses Gleiches mit Gleichem vergelten, das ist irgendwie, rührt aus dem Mittelalter her. Das, also ich finde, das ist immer noch ein Verbrechen, Menschen umzubringen, ob man das jetzt auf Seiten des Rechtes legitimieren möchte oder nicht, das ist für mich ein Verbrechen. Also das. Und in so ganz schlimmen Fällen, so Kinderschänder, Massenmörder? Nee. Ich meine, im Endeffekt sind diese Leute auch nur krank. Und ich glaube, die bräuchten eigentlich nur eine gute Behandlung. Und wenn man sieht, dass es nichts bringt, dann sollte man die einfach lebenslänglich einsperren. Das ist so ein Affekt. Man sieht das in den Nachrichten. Das allererste, was man denkt, ist, boah, bitte bring den Typen um. Aber im Nachhinein ist das klar natürlich nicht so richtig. Und da finde ich den Artikel 1 auch gut. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und so doof das klingen mag, auch für einen Mörder. Der Artikel 1 des Grundgesetzes garantiert den Schutz der Menschenwürde. Dort heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.